immer gedacht, dass wir aneinander vorbeileben, aber jetzt... Das hast du mir nun schon dreimal erzählt. Herr Heinrich, ich habe ihm gesagt, eindeutig gesagt, was ich meine, und ich dachte, er hätte es verstanden. Er schmeißt keine Betten mehr aus dem Fenster. Nein! Jetzt diskutiert der mit Lothar Fräulein. Einmal Würstchen, die Dame. Danke sehr. Vielleicht gibt's auch noch was anderes als Männer. Was denn? Wie meinst du das? Man darf sich nicht verrückt machen lassen. Einfach nicht drum kümmern. Lass sie doch machen, was sie wollen. Es gibt so schöne Möglichkeiten. Im Vergleich zu Frauen sind Männer doch nun wirklich uninteressant. Tu einfach so, als wäre er gar nicht da. Ha! Hab ich dich erwischt, mein Schatz. Haha! Das war eine Meisterleistung. Dankeschön, Dankeschön. Tachita, ich habe mir gedacht, ich wusste ja, dass du in der Stadt bist, da habe ich mir gedacht, es wäre doch toll, wenn wir uns irgendwo treffen. Zufällig. Ich störe auch nicht. Wir tun einfach so, als wäre ich gar nicht da. Hat der Herr einen Wunsch? Ich hätte gerne ein Kännchen Kaffee. Ein Kännchen Kaffee? Weißt du, wer da sitzt? Wo? Da, die Dame mit dem hellen Hütchen. Das ist Lisbeth. Lisbeth Prenzler. Heinrich. Na, mein Deckchen. Komm, setz deine Brille auf. Ich bin's, Heinrich, Heinrich Lohse. Wie geht's denn so? Hast ein bisschen zugelegt, steht aber nicht schlecht. Ist dein Mann auch hier? Ich bin nicht verheiratet. Doch, wir haben euch doch damals in Hamburg besucht. Ich wohne in Würzburg. Seit 36 Jahren. Nein, dein Sohn hat in Hamburg studiert und bei dir gewohnt. Ich habe keinen Sohn. Aber ja doch, Lisbeth. Ich heiße Käthe. Oh. Käthe. Du, ich geh jetzt. Ich ruf dich an. Also, ich hätte Lisbeth nicht wiedererkannt. Wie geht's ihr denn? Gut, sie wohnt jetzt in Würzburg. Wo ist denn Rita? Die musste weg und wenn ich mich nicht beeile, machen die Geschäfte zu. Du hast ja wohl auch noch irgendwas vor. Ja. Das heißt, wenn du mich schön drum bittest, würde ich dich begleiten als treusorgender Gatte. Als Mäuschen. So, also, was willst du einkaufen? Du, ich will erst mal so ein bisschen rumgucken. Rumgucken? Und wo wollen wir zuerst rumgucken? Ach, das ist interessant. Guck mal. Das sind diese Röhrensysteme. Die haben wir viel nach Mexiko verkauft. Nach Mexiko und Kuba. Ich wusste gar nicht, dass wir hier ausstellen. Das ganze System funktioniert ohne Rückstauventile. Interessant, ne? Hinten müsste die Öffnung für den Überlauf sein. Es ist schwer zu erkennen. Doch, ja, von hier kann man sehen. Sehr interessante Einkaufsgegend. Renate? Wann fahren wir denn nach Hause? Du, ich brauche noch ein paar Schuhe für Mutters Geburtstag. Schuhe? Schuhe haben wir doch gerade in Bozen gekauft. Die Bauern mit den Noppen. Das ist 6 Jahre her. Ja, genau. Warum trägst du nicht mal schwarze Unterwäsche? Sag mal. Ja? Willst du noch lange rumgucken? Ich dräng dich nicht. Lass dir ruhig Zeit. Wie lange meinst du denn? Ich meine, bis du alles gesehen hast. In aller Ruhe. Och, weißt du. Streng dich gar nicht. Ich hätte nur gern gewusst, wie lange es noch so dauert. Etwa. Moment noch. Was suchst du eigentlich? Ich weiß noch nicht. Du weißt nicht, was du suchst? Also ich habe jetzt alles gesehen und weiß jedenfalls, dass ich hier wirklich nicht wüsste, was ich hier noch... Warum bist du denn so ungeduldig? Na, hör mal.